Wir machen heute eine Tarte. Eine ganz kleine. So klein. Oh, das ist echt klein. Wir machen eine Zitronentarte. In vegan. Lecker. In klein. Meinst du, ich werde satt davon? Nein. Wir machen erst den Teig. Den mache ich hier in meiner überdimensionalen Rührschüssel. Wir fangen aber an mit Mehl. Gut. Dann brauchen wir Zucker. Puderzucker, um genau zu sein. Immer ein bisschen bröckelig, das ist immer ein bisschen schwieriger. Dann packen wir da noch Mandeln rein, weil Mandeln sind lecker. Das Ding ist, in den Gläsern sieht es aus, als wenn es richtig große Brocken. Mandeln. Dann nehmen wir als nächstes Butter oder Margarine. Dann ist das Ganze nämlich auch vegan. Butter in meinen Stücken, dann lässt es sich leichter verrühren. Ich habe meine extra gestern Abend schon aus dem Kühlschrank rausgestellt. Dann lässt sie sich leichter schneiden und verrühren. Riesig meine Schüssel ist, dass der Teller da komplett reinfallen kann. Ein bisschen Flüssigkeit brauche ich noch. Nehmen wir jetzt einmal ein bisschen was von der Kokosmilch, weil die brauchen wir nachher eh. Aber nicht so viel, ne? Zwei Esslöffel. Zwei Esslöffel. Zwei Esslöffel. Eins. Zwei. Let's rühr. Aber das ging ja jetzt richtig schnell mit dem Teig, ne? Ja. Das ist eine einfache Tarte. An sich sind Tarts nicht so schwierig. Ich glaube, das Schwerste an der Tarte, wo ich das Problem das letzte Mal mit hatte, zum einen die richtige Dicke von dem Teig hinzubekommen und dass der gleichmäßig ist am Boden. Wenn aber der Teig so krümelig geworden ist, dann könnt ihr den rausnehmen und mit den Händen weiterkneten. Alter, das ist aber auch ein dicker Otti, ne? Das ist auch eine ordentliche Menge Teig. Ich mach Tarte für die ganze Familie. Oh, weißt du was? Wir können eigentlich mal vorheizen. Ja, auf vorheizen. Wir müssen Pudding kochen für die Füllung. Und ich glaube, dass durch den Energiesparmodus von diesem Ofen das relativ lang dauern wird. Deswegen machen wir das schon mal warm. Ich habe hier so eine Suppenkelle und ich war im Großfachmarkt. Boah, das ist eine von diesen Kokostonnen besorgt. Aber Pudding machst du jetzt mit Kokos, weil... Weil lecker. Das wieder gut zumachen, weil es ist mindestens 5-Jahres-Vorrat. Deckel drauf, dann kocht es schneller. Oh, aber weißt du was? Wir können auch schon Zucker mit reintun. Ich glaube, das ist Zucker. Ich glaube, das ist Salz. Magst du es gern süß? Ja, auf jeden Fall. Dann machen wir gut Zucker da rein. Dann kümmern wir uns um den Teig. Genau, wir kneten den noch so ein bisschen. Wenn der Teig gut durchgeknetet ist, dann am besten in Frischhaltefolie einwickeln. Dann kommt er zurück in meine Schüssel und dann kommt er in den Kühlschrank. Ich habe jetzt so eine kleine Tischdecke. Das ist wie so eine Wachstischdecke. Genau, so eine Basteltischdecke. Dann nehmen wir unseren Teig. Den machen wir erst so ein bisschen platt mit dem Finger. Und dann nehmen wir unser Nudelholz. So eine Weinflasche oder sowas kann man da auch immer gut benutzen. Und dann rollt man den aus. Und jetzt genau der spannende Punkt von nicht zu dünn machen, weil sonst bricht der. Und dann gucken wir mal, ob das von der Größe her schon hinkommt. Ja, ganz grob, mit viel Abstand, schneiden wir uns den Teig so ein bisschen zurecht. Auch kleiner Lifehack, wenn ihr zu Hause Tart macht, egal in welcher Größe, nehmt ihr einfach den Teig mit dem Backpapier und dann kann man zack, das einmal drauflegen. So. Dann nehmt ihr euch wieder euer Messer und dann schneidet man entlang von der Form oben den Teig ab. Und dann kommt das bei einem Teelicht für ungefähr 20 Minuten in den Ofen. Backblech rein und dann die Form. Und so. Wir machen jetzt weiter, die Milch ist jetzt gut heiß. Wir nehmen jetzt einmal den Deckel und dann nehmen wir uns den Schneebesen. Das Puddingpulver, Vanillepudding. Kann halt sein, dass es ein bisschen klumpig wird. Mal gucken. Dann das noch ein bisschen nochmal aufkochen. Wie sieht denn der Teig aus? Unverändert. Ich glaube, das kann jetzt echt eine gute Weile dauern. Gut, dann warten wir noch mal weitere 28 Jahre. Die Tarte ist jetzt aus dem Ofen. Ich glaube, ich würde die versuchen, vor dem Füllen rauszuholen, weil das wird nur schwieriger. Oh Gott. Look at no this! No way! Geil. Respekt, Linda. Respekt. So, wir müssen unsere Füllung noch fertig machen, bevor das hier abkühlt und fest wird. Hole ich mal den Topf hier runter. Der Pudding ist nämlich schön fest geworden. Da kommt jetzt noch ein bisschen Joghurt rein. Am besten schmeckt es mit Vanillejoghurt. Und ein bisschen Zitrone, weil wir machen jetzt Zitronentart. Wir versuchen das so mit dem Dings hier so rauszudrücken. So, jetzt verrühren wir das Ganze. Guck mal, ich habe hier so ein schönes, großes Messer. Nehmen wir das jetzt aus dem Topf. Und streichen das auf die Tarte.
Wenn ihr das jetzt noch abkühlen lässt, dann sieht das so aus. Wenn ihr Videos sehen wollt, dann könnt ihr jetzt da klicken. Schreibt uns auch gerne in die Kommentare, was wir noch in kleinen Sachen machen sollen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und abonnieren nicht vergessen.